Herzlich willkommen zur aktuellen Sendung hier bei Live ab 6. Ich hoffe, Sie konnten Ihr Wochenende bisher genießen. Wir starten heute mal wieder mit einer neuen Folge von unseren Fellnasen. Aber zuerst für Sie die News des Tages und das Wetter. Einfach besser informiert mit TV Mittelrhein und WWTV. Bis einschließlich Samstag, dem 16. Juli, müssen die Vorstellungen der Mainer Burgfestspiele auf der großen Bühne ausfallen. Nach Angaben der Intendanz sind 5 von 11 Schauspielern an Corona erkrankt, ebenso viele andere Mitarbeiter. Ausfälle auf der kleinen Bühne konnten durch wiederum andere Mitarbeiter aufgefangen werden, auf der großen ist dies allerdings nicht möglich. Daher können die Aufführungen auf der kleinen Bühne wie geplant stattfinden. Ausfallen werden bislang das Stück von Aschenputtel und Brigitte Bardot. Nach den aktuellen Manteltarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Vereinigung der Arbeitgeberverbände des Verkehrsgewerbes in Rheinland-Pfalz, kurz VAV, hat Verdi zu landesweiten Streiks aufgerufen. Am Dienstag wurde nun auch die CoWeb bestreikt. Geschäftsführer der CoWeb, Hans-Jörg Kunz, gegenüber TV Mittelrhein. Wir sind zu unserer Überraschung heute Morgen bestreikt worden. Rund 10 von 300 Beschäftigten haben sich dem Streikaufruf von Verdi angeschlossen. Zu unserer großen Überraschung, man muss wissen, die Umsetzung des geforderten Manteltarifvertrags, in dem es gerade aktuell geht, würde dazu führen, dass die Sozialstandards unserer Beschäftigten sozusagen niedriger wären. Und wir haben heute Morgen uns dann eben sehr stark auf unsere Kunden fokussiert. Es ist aufgrund einer Blockade kurzzeitig zu Ausfällen gekommen, die waren aber relativ überschaubar. Und wir haben da allergrößten Wert drauf gelegt, die maximale Leistung umzusetzen. Und jetzt warten wir ab, was passiert. Wir gehen davon aus, dass keine weiteren Streiks erfolgen. Und wenn, werden wir vorbereitet sein. Nötigenfalls werden wir auch einen Notfallplan umsetzen. Und da bitten wir unsere Kunden, dass bitte die Internetseite der CoFab beachtet wird. Dort würden wir dann tagesaktuell, stundenaktuell auch informieren. Ein Unbekannter hat in Koblenz gegen einen Rettungswagen uriniert und anschließend einen Sanitäter verletzt. Die Besatzung des Rettungswagens habe am frühen Mittwochmorgen einen Patienten behandelt, als der Sanitäter außen ein Geräusch hörte, teilte die Polizei mit. Der 39-Jährige stellte den Unbekannten zur Rede und wollte ihn festhalten, doch der Täter verdrehte ihm derart die Hand, dass sich der Sanitäter den Mittelfinger brach. Anschließend konnte der Mann flüchten. Ein Jahr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal sind die Mobilfunknetze überall im Ahrtal wieder stabil und nach Angaben von Betreibern jetzt besser auf Notfälle vorbereitet als zuvor. Nach der Nacht der Sturmflut vom 14. zum 15. Juli waren die Netze in weiten Teilen der Region ausgefallen. Viele Menschen waren über Tage nicht mehr erreichbar. In der Katastrophennacht waren Erdkabel für die Stromversorgung in vielen Fällen von Wassermassen weggerissen worden. Betroffen waren auch Teile der Telekommunikation über das Festnetz. Insgesamt 134 Menschen verloren während der Flutnacht vor einem Jahr ihr Leben. Im Zusammenhang mit den steigenden Gas- und Energiekosten arbeitet die Stadtverwaltung Koblenz derzeit an einem Konzept für einen Aufwärmraum im Winter, in dem sich Bürgerinnen und Bürger in der kalten Jahreszeit wärmen können. Es gäbe Befürchtungen, dass viele Menschen im Winter ihre Heizkosten nicht bezahlen können. Dabei werde laut einem Stadtsprecher unter anderem noch geklärt, ob es einen zentralen großen Aufwärmraum geben soll oder aber mehrere in verschiedenen Stadtteilen. Außerdem müsse bei dieser Planung auch berücksichtigt werden, ob überhaupt große Zusammenkünfte wegen der Pandemielage möglich sein werden. Zusätzlich erarbeitet die Stadt Koblenz einen Plan, wie und wo Energie gespart werden könne. Dazu habe es bereits einen Workshop mit den Amtsleitern der Stadtverwaltung gegeben. Ein Autofahrer hat eine Frau mit einem Baby auf dem Arm angefahren, wodurch beide auf die Fahrbahn geschleudert und verletzt wurden. Das 6 Monate alte Baby überstand den Unfall am Montag in Hörgrenzhausen im Westerwaldkreis zwar mit leichten Verletzungen, die 25-Jährige musste aber zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 22-jährige Autofahrer war demnach aus einem Kreisverkehr gekommen und hatte die Frau mit dem Säugling auf dem Arm übersehen.
In Koblenz gibt es am Montag den ganzen Tag strahlenden Sonnenschein und die Temperaturen liegen zwischen 13 und 35 Grad. Nachts gibt es keine Wolken und die Sterne sind klar zu erkennen, bei Tiefstwerten von 16 Grad. Soweit das Wetter für die Region Koblenz-Mittelrhein. Bäume lösen nicht das Klimaproblem, aber sie sind ein smarter Zeitjoker, damit die Energiewende gelingen kann. Deshalb Bäume pflanzen und Wälder schützen. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Die Burgfestspiele Mayen gehen in eine neue Runde. Freuen Sie sich auf Goethes Klassiker Transit Urfaust. 37 Stücke mit 3 Schauspielern in 120 Minuten. Shakespeares sämtliche Werke. Die Musicalaufführung Brigitte Bardot. Einen Krimi für Jugendliche und Fortgeschrittene. Der talentierte Mr. Ripley. Und Aschenputtel. Für Kinder, Familien, Omas, Opas, Tanten, Onkel. Außerdem viele Festspiel-Extras. Wie Gute Frage mit Wiegald Boning und Bernhard Hoecker. The Queen Kings Deluxe. Das Django Reinhardt Orchester. Treffen Sie Heinz Erhardt, Udo Jürgens, Don Quixote. Und erleben Sie Gastspiele, Lesungen, Comedy, Konzerte und vieles mehr. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich, die Festspiele zu besuchen. Ich lade also alle ein, kommen Sie zu den Burgfestspielen, Sie werden es nicht bereuen. Vom 5. Juni bis zum 27. August. Die Burgfestspiele 2022 in Mayen. Immer wieder ein Erlebnis. Tickets gibt's im Internet oder telefonisch unter 02651 49 49 42. Alle Infos und Termine unter www.burgfestspiele-mayen.de. Und damit zurück hier im Studio. Unser wöchentliches Magazin Hund, Katze, Specht hält immer einige Überraschungen für Sie bereit. Heute präsentieren Ihnen Christine Höfer und mein Kollege Mario Specht eine Mordsportion Hund. Hundesenior Rocky sucht in seinem hohen Alter ein liebevolles Zuhause. Außerdem überrascht mein lieber Kollege Mario Specht Frau Höfer mit einem Geschenk. Ob sie Tränen in den Augen hat, sehen Sie, wenn Sie dranbleiben. Ja, und so beginnt die Sendung, weil wir ans Mikrofon, da lacht sie. Wir sagen hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Hund, Katze, Specht. Ich meine, können Sie den Mordshund ein bisschen parken? Kriegen wir es hin? Schwierig mit Rocky, ne? Das ist alt, das ist ein Opi, das ist Rocky. So, ich mache erstmal hier Peter Zeitschwein. So, 14 Minuten Sendezeit hat uns die Aufnahmeleitung gesagt. Dann gucken wir mal, dass wir 14 Minuten auch gefüllt bekommen. So, Rocky. Rocky ist alt, sagen Sie? Ja. Boah, jetzt hätte ich beinahe gesagt, warum? Aber er hat mich so treu doof angeguckt. Der ist alt, ja. Ja. Wo kommt Rocky her? Was ist Rockys Geschichte? Ist ein Berner Sennenhund, 10 Jahre alt, ist eine Sicherstellung vom Veterinäramt, weil die Frau krank war, die Besitzerin. Sie war nicht alt, aber sie war krank und konnte sich nicht mehr um ihn kümmern. Und man hat gesehen, als er zu uns kam, also wirklich sehr, sehr verwahrlost, völlig verfilzt, kaputte Haut, also eine schwere Dermatitis, ganz, ganz schlimme Ohrentzündung.
Entzündung, da lief also wirklich der Eiter aus den Ohren. Dazu, also schmerzhaft auch, richtig, oder? Schmerzhaft. Richtig, richtig schmerzhaft. Und die Behandlung war am Anfang auch gar nicht möglich. Wir mussten erstmal hochgradig Antibiotika geben. Man sieht ihn noch. Rocky, der möchte sich immer die Wohnung da angucken. Ja, aber da passt so halt nicht so rein. Aber vielleicht mal so Sitz oder so. Ja, was? Das ist auch ein bisschen schwierig in dem Alter. Ja, das stimmt. Ja, also so. Ich versuche ihn einfach mal... Haben wir denn schon über das Alter gesprochen oder haben wir nur generell gesagt Alter? Zehn, gut. Also sehr schmerzhaft, so eine Ohrentzündung. So ist doch schön. Ja, und so bleiben wir jetzt mal. Juckt's schon. Ja, also das war sehr schmerzhaft. Wir haben am Anfang nur hauptsächlich Antibiotika gegeben, um die Entzündung wegzukriegen und dann Ohren behandeln. Das heißt... Ohren auswaschen, Salbe rein. Das war schon ein Affentanz, weil er kannte uns nicht. Es hat fürchterlich wehgetan und da haben wir also immer am Anfang zu dritt, dann zu zweit, jetzt können wir es auch alleine. Aber wie kann sowas entstehen? Ist das vernachlässigte Pflege? Also kann das jeden Hund treffen, wenn ich mich da nicht drum kümmere? Oder wie also kann sowas entstehen? Kann vor allen Dingen Hunde betreffen, die eben Schlappohren haben, weil das ist ein abgeknickter Gehörgang. Da ist es sehr warm, dunkel, feucht. Und da können sich natürlich Bakterien und Viren wirklich sehr, sehr gut vermehren. Vor allen Dingen halt bakterielle Infektion. Und wenn es dann halt niemals behandelt wird, dann wird das chronisch und es eitert. Und es ist wirklich so ein abgeschlossenes System, wo sich halt die Bakterien... Du willst unbedingt deinen Rücken zeigen. Das ist aber blöd. Aber auch ein Rücken kann entzücken. Und wie heißt das? Auch ein schöner Rücken kann entzücken oder sowas. Ja. Ich mein, jetzt muss man dazu sagen, das ist das eine. Die Ohrensachen und die Haut, die haben wir jetzt ganz gut im Griff. Was er aber hat, hochgradig HD, Hüftdysplasie, hochgradig... Was ist das für die, die nicht wissen, was das ist, also wie ich auch? Bist du albern und lustig? Jetzt hat er sich aus dem Bild gelegt. Ich hoffe, unsere Kamera 2 kann Rocky wunder. Jetzt wird er lustig. Alles gut. So. Hüftdysplasie, genau wie bei uns Menschen. Jetzt müssten Sie mir mal das Mikrofon halten, damit ich ihn zeigen kann. Das macht so viel Spaß. So, bitte, Entschuldigung. Ernste Frage und dann? Ja, aber wo? Also, Rocky wird lustig. Rocky gefällt es bei uns. Der Hüftkopf. Kann man sehen, sitzt so in der Pfanne, wenn das alles in Ordnung ist. Bei Ihnen übrigens auch, wenn Ihre Hüfte in Ordnung ist. Bei der Hüftdysplasie sitzt der Kopf so, dann bildet sich hier Callus, ein sogenanntes Ersatzgelenk. Das ist alles sehr schmerzhaft und drückt den Kopf immer weiter raus. Also Hüftdysplasie ist richtig, richtig schmerzhaft. Menschen haben sowas auch. Dazu kommt, das hat auf beiden Seiten, dazu kommt aber auch noch Ellenbogendysplasie, also der sogenannte Tennisarm beim Hund. Und Spondylosen im Rücken. Sind wir mal ehrlich, der Hund ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Auto wird es jetzt zum Abwracken geben, nicht? Es ist eine richtige Baustelle. Wir hatten ihn ja geröntgt. Wir haben tatsächlich eine Sekunde darüber nachgedacht. Vorsicht, So, wir hatten einmal Möpschen, die Kamera umgeschmissen haben. Sie erinnern sich. Aber Rocky fühlt sich wohl, das merke ich hier. Ja, das ist schön. Lustig. Wir haben eine Sekunde drüber nachgedacht, als er in Narkose war, nach dem Röntgen, ob wir ihn noch aufwachen lassen oder nicht. Denn es ist einfach so, wir suchen einen Hospizplatz für ihn. Er ist 10 Jahre alt. Ja. Der ist einfach körperlich kaputt. Das muss man so sagen. Aber jetzt schmerzfrei, wenn ich Sie unterbrechen darf? Der kriegt Doppelschmerzmittel. Ja. Ohne Schmerzmittel geht das überhaupt nicht. Doppelschmerzmittel, das macht ihn sehr lustig und man sieht eben auch lebenswert. Ja. Wie gesagt, die Sekunde haben wir darüber nachgedacht und dann haben wir aber gesagt, der hatte die letzten Jahre kein gutes Leben. Hm. Vielleicht mal in seiner Jugend, aber die letzten Jahre kein gutes Leben. Wir müssen gerade noch mal ein bisschen auf das Krabbel achten. Und das kann nicht sein, dass das Veterinäramt kommt, den Hund rettet und wir ihn einschläfern. Das geht nicht. Ja, und man gut, sieht ja, ich hoffe, man kann es einfangen, die Kamera, wie lustig er geworden ist. Das hier war alles kahl. Man sieht das jetzt hier, das war alles kahl und entzündet. Also das wird alles wieder. Ne? Das heißt, sein Körper nimmt gute Pflege und Medizin an. Der war hier völlig kahl und wundgeschrubbt, ganz kaputt. Das wächst wieder alles. Der hat Lebensfreude und er soll auch noch leben. Der zieht mir gleich einen Stecker. Halten Sie ihn mal fest. Ich habe hier was für ihn und auch für die anderen Tierheimhunde, nämlich eine ganz, ganz leckere Hundewurst von Per Naturam. Und was es damit auf sich hat, dazu gleich mehr. Sie sollten sich auf jeden Fall den
Rabattcode, der jetzt unten eingeblendet ist, schon mal notieren, denn dazu gleich später mehr. Er ist da jetzt abgelenkt und er hat sich dabei jetzt voll mit dem Kabel verheddert. Ich sehe die Kamera schon fallen. Während ich jetzt hier eine Moderation mache, können Sie vielleicht machen die Kamera retten. Dieter Thomas Heck? So ein bisschen. Ich schneide, während er nicht guckt, schneide ich die Wurst. Ich würde gerne vielleicht noch was sagen, wo wir ihn hinvermitteln würden. Ich mache derweil das Essen fertig. Genau. Also wir wünschen uns Menschen, also einen Hospizplatz, wir wünschen uns Menschen, die Hund verstehen, die alten Hund verstehen. Er kann gut, mit Hündin kommt er gut klar. Er findet vor allen Dingen kleine Hündin ganz süß, die mag er sehr. Er sollte ebenerdig wohnen, also keine Treppen mehr laufen, kleiner Garten wäre schön. Und Leute, die damit kein Problem haben, dass er vielleicht noch ein halbes Jahr, ein Jahr noch hat. Also länger als ein Jahr wahrscheinlich nicht. Die ihm zuverlässig seine Medikamente geben, ihn einfach lieb haben und ihm das Gefühl geben, dass er noch erwünscht ist und ihm noch so ein bisschen Freude in seinem Alltag schenken. Also ich hoffe, Freude schenke ich jetzt auch, aber das ist natürlich jetzt schwer, so jemanden zu finden, der ja. im Prinzip so einen schönen Lebensabend Rocky noch schenken kann. Ja. Ne? Ich möchte jetzt hier mal gerade die Hundewurst verfüttern. Hört bitte Rocky schön. Mich oder möchten Sie, ich komme da nicht so ganz rüber, möchten Sie mal so. Oh, da steht aber Rocky auf. Guck mal, jetzt muss ich es machen. Ja, bitte, geben Sie es ihm. Geben Sie es ihm doch, ich komme nicht dran. Ja, guck mal hier. So, bei Oscar Stinkemops und Baby, da haben wir nämlich gestern auch diniert. Guck mal, Rocky hier. Die haben nämlich auch was am Tisch bekommen. Da hat es ein bisschen anders ausgesehen, aber Rocky. Am Tisch? Ja, am Tisch. Wir gucken uns das mal an. Ja, meine Damen und Herren, jetzt geht es um das richtige Leckerli. Baby und Stinkemops Oscar, ich hoffe, man kann sie sehen, haben hier schon mal Platz genommen. Und wir möchten Ihnen jetzt mal die Hundewurst von Baby. Die sind wirklich schon massiv verrückt drauf, von Per Naturam vorstellen. Also es gibt richtig viele Sorten. Wir haben hier Geflügelwurst, wir haben Blutwurst, wir haben Hunsrücker vom Rind und. Da bin ich gleich auch mal gespannt, was Frau Höfer dazu sagt. Und wir haben jetzt hier quasi die Blutwurst einmal zum Probieren. Oh Gott, Baby zittert schon. Die sind wirklich richtig, richtig wild drauf. Ich stelle jetzt einfach mal... Wir sind hier am Tisch. Baby, Ihre Wurst hin. Und Oskar muss man ein bisschen füttern, da geht das nicht so schnell. Aber Sie sehen, meine Damen und Herren, ruckzuck ist das alles aufgegessen. Schmeckt dir das gut, mein Möpschen? So, Baby hat den Teller schon leer. Kann nur sagen, toller Erfolg, denn Leckerli ist nicht gleich Leckerli, meine Damen und Herren. Ja, wenn du nicht so geschlungen hättest, dann wäre noch was auf deinem Teller. Du kriegst gleich noch was. Oskar genießt, so wie sich das gehört, und lässt sich füttern. Und als kleiner Tipp, das eignet sich natürlich auch bei den heißen Temperaturen auch als Hundeeis. Einfach schön in den Kühlschrank, dann ist es ein bisschen kälter. Oder ins Gefrierfach legen, da haben die Hunde was zum Schlecken. Das probieren wir nämlich gleich mal aus. Ja, Baby, da guckst du, machst du lange Gesichter. Jetzt kriegt aber erstmal Oskar seine Portion. Und was denn, du kriegst ja auch noch was. Und jetzt zurück zu Ihnen, Frau Höfer, da gibt es nämlich auch noch ein paar Präsente. Und wir sehen uns dann gleich wieder und gucken mal, wie das Hundeeis schmeckt. So, das hat geschmeckt. Mhm. Ich möchte zum Thema Hitze möchte ich noch kurz was sagen. Rocky ist jetzt auch so ein Kandidat, gerade auch alter Hund. Sind die auch gleichzeitig hitzeanfälliger, gerade ja. bei dem Fell auch? Ja, also was mache ich da jetzt, wo die Hitzewelle kommt, wie gehe ich damit um? Also ein bisschen früher morgens aufstehen, ja. das mache ich auch, wenn ich frei habe, früher aufstehen. Halten Sie ihn fest, ich habe die Wurst hinten versteckt. Nase funktioniert noch. Früh spazieren gehen, also ja. wirklich gucken, dass man anstatt um 10, nämlich um 7 schon und möglichst im Wald spazieren geht, die Mittagszeit, die Brüllhitze drinnen verbringen oder am See verbringen. Wenn man Garten hat, gerne ein bisschen Planschbecken aufstellen. Selbst Hunde, die nicht gerne baden, kühlen gerne mal ihre Füße ab. Man kann mal ein Hundeeis machen, indem man leckere Sachen einfriert. Keine körperliche Belastung, das ist ganz wichtig. Der Hund soll freiwillig das machen können, was er möchte. Wurst. Ich muss lachen, weil jetzt, wo Sie sagen Hundewurst, ich habe das, Sie halten ihn bitte fest, weil sonst bin ich jetzt so. Weil ich hatte nämlich die Wurst auch in Stückchen geschnitten und habe die auch eingefroren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das kam bei Baby und bei Oskar wunderbar an. Das ist natürlich auch ein Trick, den man machen kann. Kühlt das denn wirklich den Hund ab?
Naja, es ist beschäftigt so ein bisschen auch. Also bei uns ist es im Tierheim jetzt mit den Tierheimhunden, die müssen ja mittags drin sein. Ja. Und dann kriegen sie ein bisschen Eis zum Lutschen. Das kühlt so ab, wie uns auch ein Eis abkühlt. Also ja, natürlich nicht den ganzen Körper, ne? Aber es ist aber halt auch mal es was, ist Flüssigkeit was Schönes, mit dabei, ne? Ich will noch sowas, bitte. Ja, kriegst du hier. So, ich hatte eben gesagt, meine Damen und Herren, Rabattcode TV-Hundewurst07. Sie können nämlich auch, wenn Sie sagen, Sie wollen Ihrem Hund auch mal was Gutes tun und eine tolle Hundewurst verköstigen, dann schicken Sie uns bitte in die Kommentare Fotos von Ihrem Hund und mit einer kleinen Beschreibung, warum auch Ihr Hund Wurst verdient hat. Und dann kriegen Sie eine Probewurst und dann wollen wir ein Video haben, wie er die Wurst verschlingt. So, was kann man da gewinnen? Mich. Also quasi ein richtiges Überraschungspaket. Erstmal gibt es eine Wurst und dann sieht man weiter, nicht? Und dieser Rabattcode, den sollte man sich auf jeden Fall schon mal notieren, weil dann gibt es auch was Tolles dazu in der nächsten Sendung. Jetzt habe ich die Hände voll. Ja, aber ich kann ja jetzt nicht während der aber Show gleich in die Küche. Halten Sie es einfach aber fest. Ich muss nicht spülen, oder? Doch. Haben wir schon über Hitze gesprochen? Haben wir. Haben wir. Haben wir schon sein Alter verraten? Haben wir auch. Vielleicht wissen es die Zuschauer, können es ja schreiben. Also ich muss es jetzt einmal sagen. Rocky, finde ich, ist noch sehr aktiv. Er fährt gerade die Möhre aus. Das ist im Alter. Wir sind entspannt. Ach, das ist ein Zeichen, dass es entspannt ist. Oh, guck mal, wie er mich anguckt. Total verliebt. Also ich sag mal, es grenzt natürlich schon den sag ich mal, Freundeskreis ein, wer ihm jetzt da wirklich irgendwie... Da gibt es ganz wenige Menschen. Ja. Vielleicht gibt es nur einen. Den wollen wir finden. Vielleicht guckt derjenige ja auch gerade zu. Also wenn Sie Rocky, der eigentlich wirklich noch aufgedreht und lebhaft, ich muss der jetzt halt lachen, weil rosa Hundepenis auf schwarzem Fell ist. Der ist kauzig, der ist lustig, der ist stur, der macht nur das, was er will. Der ist abends, wenn es Abendessen gibt, gibt es um 16:30. Mit Klingeln und so? Um Viertel vor 16:30, also so 5 Minuten vor 16:30. Klingelt er schon. Also hätte er eine Klingel, er bellt. Und zwar, wow, wow. Das ist wie im Altersheim, wo man sagen kann, hier der alte Herr Müller klingelt schon wieder. Weil oder die Leute, was weiß ich, wenn es All You Can Eat Hotel ist, die um 18.30 Uhr, obwohl um 19 Uhr erst auf ist, schon da sind, damit sie den Tisch auch bekommen. Aber er klingelt gerne und sagt, hier, Schwester, ich möchte das noch, ich möchte das noch. Er ist super, er ist richtig, richtig toll. Und wenn man ihm in die Augen guckt, kann man eigentlich überhaupt nicht widerstehen. Und man merkt wirklich, ja, das ist Peter Zeitschwein. Ich möchte mir jetzt ein Schwein raussuchen. Das ist Peter Zeitschwein. Hast du den jetzt klingeln lassen? Das hat er, glaube ich, nicht gehört. Nee, er hört nicht mehr so gut. Die Wurst, die wirklich dahinter ist, und ich würde sagen, er darf die ganze jetzt haben. Ja. Oder? Wir haben aber auch noch ein Präsent, damit die Tiere, die am Sonntag die Sendung gucken, nicht traurig werden. Da ist also die komplette Auswahl drin. Die möchten wir Ihnen einfach so sehr mal gern feierlich, ohne Schleifchen. Ja, guck, da wird sogar schon der Karton angefressen. Ist es denn die Possibility hier? Ist es hier für uns alle? Ja, genau. Teilen. Rocky, guck mal hier, ich habe noch. Rocky. Ich habe doch hier noch was. So, halten Sie ihn bitte fest, sonst... Also wir füttern jetzt hier noch Rocky mit der... Was haben wir denn hier überhaupt? Wir haben hier Sehnenmarkknochen vom Rind. Also es gibt da wirklich tausend... Sie halten, ne? Sie können auch gerne Tschüss sagen, wenn ich hier sein Abendessen kredenze. Ja, dann soll ich abmoderieren. Das heißt so. Das heißt so. Und beim Fernsehen sagt man das so. Gut, dann vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Schalten Sie bitte nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Hund, Katze, Specht. Eine Frage hätte ich noch. Kann er noch Sitz Schluss machen oder ist das, es lässt ist man das besser? Da kann man nichts besser, mehr sagen. Lässt man das, da sagt mir jetzt einfach Tschüss. Sie können ihm ja sagen Sitz. Ich sag noch mach mal Tschüss. Mach mal Rocky. Tschüss. Guck mal hier, der kann ciao noch Sitz. Langsam, langsam, da sind meine Finger dazwischen. Das schmeckt gut. Von den Fellnasen in Koblenz gehen wir nach Andernach. Dort können Sie den Geysir aus anderen Punkten lernen zu verstehen und das über eine Entdeckungstour. Im nachfolgenden Beitrag mehr dazu. Schon einmal über einen Ausflug nach Andernach nachgedacht? Denn hier gibt es etwas Spektakuläres zu erleben. Freut euch auf eine Expedition der anderen Art. Das Geysirzentrum in Andernach lädt jeden dazu ein, den Geysir aus anderen Gesichtspunkten zu verstehen und kennenzulernen. Bevor ihr jedoch zur eigentlichen Hauptattraktion gelangt, geht ihr auf eine ganz besondere Entdeckungstour.
Mit einer imaginären Fahrt unter die Erde erlebt ihr, wie tief die Wurzeln des Geysirs sind und wie er überhaupt funktioniert. In dem alten Bergwerk mit vulkanischen Gesteinen wird euch dank eines Forscherteams alles spannend und einfach zum seltenen Naturphänomen eines Kaltwassergeysirs erklärt. Insgesamt gibt es 6 Bereiche zu besichtigen: Auftakt, Tiefgang, Schieferhöhle, Bohrung, Auswege und über der Erde. Jeder behandelt ein anderes Themenfeld und hat eine andere beeindruckende Gestaltung. Ein Kollektiv aus freischaffenden Bühnenbildnern hat die Kulissen entworfen. Ganze Museumsbereiche wie die Schieferhöhlen lassen euch eine scheinbar fremde Welt betreten. Man hat teilweise tatsächlich das Gefühl, man befände sich 1000 Meter unter der Erde. So realistisch sind die Kulissen gefertigt. Doch fragen wir direkt einmal den Geschäftsführer, was euch noch so Spannendes erwartet. Im Museum thematisieren wir dann alles, was mit dem Geysir zu tun hat. Also wir erklären die Funktionsweise des Kaltwassergeysirs. Wir thematisieren, was es mit Grundwasser auf hat, was mit Kohlendioxid als wesentlicher Bestandteil unseres Geysirs. Und man kann dann auch auf interaktive Art und Weise an den Exponaten etwas ausprobieren, um so zu lernen. Wir haben ja häufig auch Schulklassen zu Besuch, auch bei uns in der Einrichtung. Und die können dann auch dann halt tüfteln, ausprobieren. Das macht dann sehr viel Spaß und das bleibt auch ein Stück weit besser hängen, als wenn man nur theoretisch auf Tafeln schauen muss. Interaktivität löst Begeisterung aus, denn so könnt ihr das Theoretische direkt ausprobieren und visuell wahrnehmen. Doch wie genau ist das nun mit dem Kohlenstoffdioxid mit einem Kaltwassergeysir? Ganz einfach, denn auch das wird euch in dem Museum näher gebracht. Für den Geysir Andernach stammt es aus Magmenvorkommen tief unter Deutschlands jüngstem Vulkangebiet, der Eifel. Das Gas steigt durch Ritzen und Spalten auf, trifft einige hundert Meter unter der Erdoberfläche auf Grundwasser und verbindet sich mit ihm. Doch mehr wollen wir euch heute nicht verraten, denn die Expedition wird in unserem Freizeittipp Teil 2 über den Geysir vervollständigt werden. Unsere Reporterin Mandy Steffens war für sie vor Ort und zeigt euch mehr. Alle Beiträge auch in unserer Mediathek unter tv-mittelrhein.de. Das war's jetzt schon wieder für heute. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen einen wunderschönen Sonntagabend, eine gute Erholung und ich freue mich, wenn wir uns morgen in der neuen Woche wiedersehen. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund.